So Leute, weiter mit Civ 6. Viel Vergnügen hier allen. Wir haben Bürger verloren. Hippodrom ist fertig. Dann machen wir jetzt Annehmlichkeiten. Sollte gut dastehen, die den Audienza. Monument ist da. Sehr schön. Heilige Stättengebete. Noch und nöcher. Hafen. Leuchtturm. Kann man auch kaufen. Kann man kaufen. Wir haben hier noch keine heilige Stätte platziert. Würde ich machen. Coole Nachbarschaftsbonus haben wir nirgendwo hier eigentlich. Das ist Sumpf. Den würde ich ungern kaputt machen. Wir könnten hier auf dem Hügel einen draufsetzen und dann einfach irgendwelche Gebäude drauf errichten. Hierhin. Auch eine Weile, bis der da ist. Man kann auch nicht einen Vulkan bauen, aber kommt man nicht sonderlich clever vor. Wir haben sehr wenig Produktion. Nee, wir haben so viele heilige Stätten, dass sie mittlerweile so teuer geworden sind. Wir gehen erstmal in den Kornspeicher rein, damit die Stadt... Den Leuchtturm kaufen wir oder wir kaufen den Kornspeicher schon mal. Wir können das auch in umgekehrter Reihenfolge machen. Den Kornspeicher kann man nächste Runde kaufen. Die Einheit müssen wir einmal retten. Hier vorne brauchen wir sicher, freuen wir uns über jeden, den wir bekommen können. Jeden Handwerker für irgendwelche Aktionen. Das ist ein Missionar. Mit dem geht es flink Richtung runter. Hier einmal ein Missionar. Hier und ab ins Wasser. Da ist ein Missionar. Einmal hier vorne hin. Das ist der Seher, der bleibt da. Das ist noch ein Missionar. Hier ins Wasser rein. Das ist der Apostel. Ohne spannende Beförderung. Hier runter einmal die Römer umdrehen. Das ist der Apostel mit gleich 8 Ladungen. Einmal eine Stadt missionieren, Bullismus. Ein weiterer Ritter. Also ich könnte mir vorstellen, dass es gegen die Länder einen Krieg gibt, die ihre eigenen Regionen haben. Das werden hier im Süden halt die Perser und ein Stück weiter, weit im Osten werden das die Griechen halt. Oder im Osten oder in der Mitte, je nachdem wie rum man zieht. Ein Apostel hier vorne. Kume, einmal umdrehen, einmal Bullismus bitte. Apostel hier hinten. Das ist ja, wir suchen immer noch irgendwelche Leute, mit denen wir uns ärgern können. Wo sind die heiligen Stätten? Hier oben sind 2. Stellen wir uns da mal in die Nähe hin. Schau mal, wer da so kommt. Weiter. Und Gouverneure, ein weiterer Gouverneurstitel, den wir noch nicht eingesetzt haben, da wir auf Audienza gehen, könnten wir jetzt sagen, wir holen uns noch mehr Annehmlichkeiten und Wohnraum durch weitere Gouverneure, die wir uns holen und einsetzen. Oder wir befördern Moksha durch. Aber ich glaube, bis der durchbefördert ist. 1, 2, 3. In der Stadt Apostel eine Beförderung mehr. Ich weiß nicht, ob das dann noch sinnvoll ist. Der nächste Gouverneurstitel kommt rein. Erstmal gar nicht. Irgendwann, irgendwo. Dann bauen wir hier oben
im Regierungspalast in Audienzsaal, vielleicht auch das nächste Gebäude dann schon. Das sind zwei Titel, drei. Ich würde eher in die Breite gehen. Ich würde nicht auf die letzte Beförderung gucken. Ich würde da nicht drauf gucken. Ich würde das jetzt durchziehen. Oder was würdet ihr sagen? Gurus sind zu langsam. Achso, einen deshalb schon mal vorziehen zu den Aposteln für den Kampf, würde ich nicht machen. Weil du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, North Bowman, Missionare, 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 die profitieren in dieser Region, in dieser Zeitalter. Jetzt einen Guru kaufen, wäre genau das Gegenteil von der Strategie, die du dir gewünscht hast. Deshalb nicht. Ich würde in die Breite gehen. Wir machen in die Breite. Wir befördern Amani Nachingeti wird vorgeschlagen, um den Suzerän-Status hier eher zu holen. Ja, können wir machen, aber das ist auch das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, denn der Audienzsaal, den ziehen wir ja durch, um die Annehmlichkeit und den Wohnraum überall zu bekommen. Haben wir irgendwo einen hohen Nachbarschaftsbonus durch Häfen? Ja, haben wir einen. Wir holen einmal Reina, nennen die und schicken die hier unten hin nach Ostantinopel. Da gibt es einen hohen Nachbarschaftsbonus. Und eine Runde weiter. Dann, das ist der Apostel. Mit ihm gründen wir jetzt die neue, holen wir uns den letzten Glaubenssatz. Glauben missionieren. Einer steht nur zur Auswahl und das sind die letzten. Ja, das sind die letzten, die wir uns holen können. Das heißt, ein Gebäude, ein Kultgebäude, das wir bauen können. Muslimare und Apostel haben eine Verbreitung. Nach meiner Erinnerung gilt das auch rückwirkend für alle, die wir schon haben. Nee, für alle, die dort vor Ort gebaut werden. So rum funktioniert es. Dann machen wir das jetzt. Bauen wir jetzt überall einmal Moscheen rein. Ja? Vier Zeitalterpunkte. Und dann werfen wir die heiligen Stättengebeten einmal drauf, einmal die Moscheen rein. Da gibt es keine heilige Stätte. Da wird sie gerade gebaut. Hier kann man es machen. Oh, heilige Stätte wurde kaputt gemacht vom Vulkan. Beschädigt. Sie, hier ist sie im Bau. Eine Moschee. Und das war's. Und eine Runde weiter hier. Architekten sollten genauso wenig in Städten leben wie Kunstmaler. Sendet sie aus in unsere Hügel und lasst sie dort studieren, was die Natur unter einem Stützpfeiler versteht und was ein Dom für sie ist. So, das brauchen wir nicht. Eine Forschung weiter, bitte. Kartografie. Oh, Schiffswerft. Da, wo Rena ist, haben wir dann, hat die Schiffswerft auch einen doppelten Nachbarschaftsbonus und dadurch mehr Produktion. Brauchen wir eine Weile für, sehr lange eher Kartografie, damit Fischerboote mir Geld geben und wir auch über Ozeanfelder fahren können. Das ist die Heilige Stätte. Als nächstes ein Schrein, bitte. Im Auenland, der heute gegründeten letzten Stadt. Da ist nochmal ein Missionar. Mit dem wollen wir jetzt überall uns einmal querbeete durchmissionieren. Der hatte nur langweilige Beförderung. Die brauchen wir nicht. Der kann auch vom Wasser missionieren übrigens. Noch ein Missionar. Also solange
Zeit bis zur nächsten Sitzung. 8 Runden. Solange wir in diesem Zeitalter sind, gilt das hier. Mit den 2 Ladungen. Okay. Ich habe fast durcheinander geworfen. Ja, wir könnten hier, die heilige Stätte entsteht hier vorne. Ich hätte nachher noch einen Bauernhof draufsetzen, aber die ist ja noch gar nicht fertig. Wir parken den hier mal drin, es geht ja viel kaputt, was man reparieren müsste. Apostel, sehr schön, in Puteoli. Hier haben wir schon den Bullismus, hier unten noch nicht. Einmal missionieren. Noch keine Mehrheitsreligion. Hier vorne ist der heilige Bulle. Bereits Mehrheitsreligion und nochmal missionieren. Unser Wissenschaftsertrag steigt auch entsprechend schön an jetzt, weil wir 4 Wissenschaft bekommen für jeden, der unserer Religion folgt. Und hier warten wir jede Runde einmal ab, ob hier irgendjemand entsteht, den wir angreifen können. Wieder eine Runde weiter. Heidenbekehrung sehr, sehr nützlich. Zwergelstern heißt Heidenbekehrung nicht, dass man Barbaren umdreht. Glaube ich, ne? Da waren doch nirgendwo Barbaren. Geländefelder beschädigt. Die Welt wackelt. Tempel reparieren. Weiter die heilige Stätte zu Ende reparieren. Hier sind immer noch keine feindlichen religiösen Einheiten entstanden. Und ja, einmal hier rüber. Einmal Mais anschließen. Einmal hier parken. Oder hier. Hier hinter gibt es eine Nahrung mehr. Durch das Meereck, durch die Nachbarn nebeneinander. Der Missionar zieht auch einmal ins Wasser, bitte. Der kann jetzt Rom. Versuchen mal Rom zu konvertieren. Einmal hier. Einmal Missionar, bitte. Noch ein Missionar, bitte. Einmal ins Wasser. Und mit dem können wir jetzt rechts unten einbrechen. Wir können auch hier links, Entschuldigung, das hier links schon mal claimen, damit die sich von dort aus nicht aufbreiten dürfen, wobei der Buddhismus von den Flanken hier schon einfällt. Wir sind hier soweit schon vorgezogen, wir ziehen hier weiter. Schauen, was wir hier wo noch finden. Der hat gleich 6 Aktionen. Schauen, was wir hier oben aufdecken. Und eine Runde weiter. Erkundung kommt gleich dazu. Professor Pantera, du Schelm! Schreibt in den Chat, mit welcher Beiläufigkeit WB diesen Satz sagt. Wir versuchen mal, Rom zu konvertieren. Mach ich doch alle Tage. Wir dürfen nicht aufhören zu entdecken. Und wenn wir alles entdeckt haben, kommen wir zum Anfang zurück und erkennen den Ort das allererste Mal. Ich hatte zu Beginn des Streams gesagt, wir würden eventuell am Sonntag fertig werden. Und er war der Meinung, ich wäre Größenwahnsinn. Ich sage das immer noch. Moschee bauen hier vorne. Heilige Stätte reparieren bitte. Eine Regierungsform Handelsrepublik wollen wir nicht. Nächste Ausrichtung. Merkantilismus, wir haben Glück. Das sind die Regenwälder drin, auf denen man Sägewerke bauen kann. Dann geht es hier weiter.
Ein paar Städte aufgedeckt. Rum konvertieren, bitte. Einmal. Zweimal. Und Rom, folgt dem Buddhismus. Sehr schön. Klasse. Ravenna müssen wir auch noch umdrehen. Das können wir vom Wasser aus machen, wenn ich das richtig sehe. Ein Händler in Mumara. Ich würde gerne Straße ziehen, die... Wo brauchen wir Straßen? Also wir brauchen auf... Hier haben wir Wasserstraßen. Ne? Aber Richtung Südwesten. Da, wir können auch übers Wasser hier die Küste lang hier nachher rein. Das ginge auch. Wie wär's, wenn wir mal eine Handelsroute schicken zu den Griechen? Damit wir eine Verbindung haben nach unten hin. Oder hier hin. Bis Amphipolis vielleicht sogar. Und wir ziehen eine... Das dauert zu lange. Haben wir hier im Augenblick eine Straße, die hier rüber führt? Noch keine. Wir essen mal eine Ingenis-Bulde in Händler starten und den dann Richtung nach unten führen. Das würde ich gerne machen. Missionare kaufen im Augenblick noch nicht, weil ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich die ziehen will. Es kann sein, dass das hier ausreicht. Und wir wollen erst die Moscheen fertig bekommen, aufbauen. Wir könnten mal überprüfen, wo Moscheen schon fertig sind. Das könnten wir machen. Hier passiert mal wieder gar nichts. Hier unten runter, bitte. Einmal langsam vorziehen. Einmal hier missionieren. Hier ist der heilige Bulle jetzt schon zum Herrscher geworden hier. Weiterziehen geht gerade nicht. Unter eine Runde weiter. Wir könnten schauen, wo die Moscheen fertig sind und dann noch ein paar Missionare kaufen. Das könnten wir machen. Hier ist die... Wir haben noch gar keine Moschee fertig. Wieso meintest du denn, dass wir Missionare bauen sollen? Northbogen, wir haben noch gar keine Moschee fertig, weil die geben uns da extra Aktionen. Das verstehe ich gerade nicht. Eine Runde weiter. Das habe ich nicht kapiert gerade. Noch einmal einen Bauernhof hier vorne hin. Oh, wie freundlich. Ich werde im Chat verbal geliebkost mit der Bemerkung, ich sei die Dampfwalze des Glaubens. Eine Naturkatastrophe hier vorne. Einmal Produktion wählen, Tempel reparieren und an die Moschee bauen. Wir haben genug Geld, um nochmal ein... Hier oben war es, glaube ich, den Leuchtturm zu kaufen, ne? Nee, wo war das nochmal? In Ostantinopel wollten wir einen Leuchtturm kaufen, haben nicht genug Wohnraum. Da ist er. Als nächstes können wir auch einen Händler kaufen oder hier nachher mit einem Kornspeicher weitermachen. Oder hatte ich den Leuchtturm im Baum, er wollte den Kornspeicher kaufen. Ich habe verkehrt rum gekauft, ne? Ja komm, ist egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Der war fast fertig, ja. Das kommt, wenn man mit Tempo zieht. Machen wir auch mal einen Fehler. Anders geht's nicht. Schnell ziehen und keine Fehler machen geht nicht. Oh, mehr Städtchen sind hier gar nicht. Wir kommen schon ans Ende. Dann fangen wir dem schon mal links an.
Oder wird das hier rechts eventuell nicht reichen? Drei Aktionen hier unten. Einmal hier vorne bitte. Hallo Supas, ob ich einen nicht befördert habe? Ja, weil die Beförderung von ihm war eine ganz langweilige. Und der gewinnt ja über Apostel gewinnt hier keine XP und können dadurch keine weiteren Beförderungen bekommen. Und alle Beförderungen, die er hatte, waren total doof für unsere Zwecke. Und hätte ich dem eine Beförderung gegeben, hätte ich dann auch nur Bewegungspunkte verbraucht, weil er dann nicht weitergezogen hätte. Buddhismus hier vorne. Ich glaube, hier vorne brauchen wir gar keine weiteren Einheiten. Das klappt auch von alleine hier. Wir könnten schon rüberziehen zu den Griechen, aber das gibt gleich Ärger. Dann sollten wir echt stark sein. Ich würde eigentlich lieber vorher hier auf der Landebene... Wir können beides machen. Wir können eine Gruppe nach Osten schicken und eine nach Westen. Eine Gruppe schicken, eine starke Gruppe mit Aposteln und Gurus auch, falls es zu einem Krieg kommt und so weiter. Fällt bei Grogo ein. Wenn wir bloß mit ihr eine Allianz hätten, das wäre cool. Also sie hat eine Religion. Wir haben Kleopatra noch nicht gefunden. Die Perser haben eine Religion. In 12 Städten. Die Griechen haben gerade erst angefangen mit der Religion. Die können wir schnell unterdrücken. Die ist nur in 2 Städten vorherrschend. Das heißt, das nächste Ziel ist Gorgo. Bevor die es merkt, soll die schon konvertiert sein. Von der aus kann man dann Richtung Osten fahren oder auf dem See fahren, dem Meer fahren oder auf dem Land und die Kleopatra entdecken. Die wir hier haben, ziehen durch und ziehen Richtung Gorgo. 2 Städte umdrehen und das war's dann. Und die anderen, die wir gleich kaufen, dann machen wir ein Überfallkommando und wollen in einem schnellen Rutsch rein bei den Persern. Am besten stellen wir uns mit denen in jede Stadt hin, ziehen das binnen 1 bis 2 Runden durch. Damit die uns eventuell, wenn sie uns den Krieg erklären, nicht schnell genug rausgeworfen haben. So würde ich es machen. Das heißt, die wir haben, gehen jetzt durch, platzieren sich auf ihrem Gelände. Und wenn wir uns sicher sind, dass wir mit den Aktien, wenn wir die in einer Runde rausnehmen können, dann schlagen wir zu. Und die anderen in Richtung Perser. Moscheen überall gleich fertig. Dann haben die eine weitere Aktion, solange machen wir noch ab mit dem weiteren Kauf hier.